Oh mein Gott, wir kriegen wie viel km zusammen? 170, 180. Was zur Hölle? Es ist klar, es ist klar. Ja, so oder was, wunderbare Dinge haben sich getan. Ich bin jetzt einmal ohne euch gefahren, einmal, das war jetzt nicht so wunderbar, weil Fahrt. Das andere ist, ich habe es irgendwie geschafft, auf diese Fahrt auf den Level 4 aufzusteigen. Und dadurch habe ich, glaube ich, alles freigeschalten. Zumindest schaut das für mich so aus, als hätte ich da gerade alles freigeschalten. Ich habe auch schon was vorbereitet, nämlich Innsbruck, Zürich habe ich vorbereitet. Nicht die Städte, aber die Route habe ich vorbereitet. Weil die fahren wir heute. Gut, wie immer auf Realistik und jetzt werden wir es dann eh gleich sehen, ob es funktioniert oder nicht. Ob er uns das fahren lässt oder nicht, ob wir dann plötzlich gegen eine unsichtbare Wand tunnen, werden wir sehen, ja. Wurscht, wir hupfen rein. Das Mal steht er in der Garage. Der Bus, unser Bus steht in der Garage. Ich bin heute mit dem Radl dahergefahren. Das. Jetzt ist schon beide nicht gut. Das, ich wollte gerade sagen, das da gehört mir, aber. Nein, die kennen eigentlich beide nicht mehr. Ich habe mir das ausgeguckt. Weil vom Nachbarn. So, gehen wir es an, ne? Zielanzeige, Zündung, das kennen wir ja schon alles, das, was wir da zum Tun haben. Zürich wird angezeigt, Zürich ist drin. Super Geschichte. Bremspedal, jawohl, Gang hoch, E-Beam, oder? Haben wir es? Ja, wir haben es. Haben wir es nicht? Dann machen wir es nochmal. Jetzt haben wir es. Jetzt gehen wir es auch, jetzt starten wir endlich durch. Endlich geht es nach in die Schweiz hinüber. Ich freue mich schon drauf. Nachdem wir jetzt eh schon Ewigkeiten in Deutschland umeinander geguckt sind und in Österreich, können wir jetzt endlich auch die Schweiz befahren. Entschuldige, ich hab da nicht kommen gesehen. Ja, na jedenfalls freue mich auf das schon. Es wird eine lange, mühsame Fahrt werden, weil, ja, ihr habt es gesehen, die Strecke ist relativ lang. Also, das wird ein wenig dauern, würde ich sagen. Ja, ein paar Minuten quasi, wenn wir brauchen. So, circa 20, ja? Also wenn ich alles zusammengeschnitten habe, nachdem ich wahrscheinlich eine Stunde gefahren bin oder so. So, gib ihm, da haben wir die alte Stelle. Da schwassen wir uns wie immer in gewohnter Manier zu. Zieh die Handbremse bei voller Fahrt, wie man das halt so macht. Und werden die Kreaturen da draußen begrüßen. Servus Kreaturen, heute haben wir eine lange Fahrt vor uns. Zuerst fangen wir mal mit der Omi an. Die will einen Gepäckraum. Natürlich bekommt sie den auch. Was ist da hinter mir ein Zugang, aha? Schau, heute machen wir. Ah, es ist wieder so laut, ich sag's euch. Heute machen wir alles auf. Heute dürfen sie zusteigen, überall. Auch übers Dach, wenn sie möchten. Wenn das irgendwie geht, aber ich glaub's weniger. Jo, du, wir fahren nach Zürich. Das hast du gut erkannt und. Nee, du hast das nicht gut erkannt. Die Omi war gescheiter als du. Na, Augsburg, bitteschön, ich mach da so eine Dehnungsübung in der Horte, ja. Weiß aber nicht, dass wir nach Zürich fahren und nicht nach Augsburg. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Dieser Fahrgast möchte nach Zürich. Nur zufälligerweise fahren wir nach Zürich, deswegen kann ich dir ein Ticket besorgen. So bin nämlich ich, ja. Tschum, weg die See. Das ist ein bisschen wie beim Raumschiff Enterprise, wenn sie das beamen. Das Scotty beam mich ab, tschigung und weg ist, ne? So in etwa ist es da. In dem Spiel. So, was macht der da? Er war, glaube ich, ein Idiot, oder? Schauen wir mal, ob er ein Idiot war. Ah, nein. Du bist mit. Die anderen zwei waren Idioten. Genau. Die können sich jetzt auf ein Parkel hauen und gemeinsam Idiot sein. So, dann machen wir wieder zu. Damit nicht der Bus wieder umeinander ranzt, dann wenn wir wegfahren. Viel Spaß bei der nun folgenden Fahrt. Schnallt euch gut an, ich sag's euch, schnallt euch gut an. Die Küche werden wir euch gleich freischalten. So bin ich. Bevor wir da großartig wegfahren, gibt's ein Häusl, ein WLAN und eine Kugel. Was tut's denn hier? Tut's weiter da erst. Das ist ja. Kein Ort nicht. Da kommen wir auch nicht durch. Danke. Ja, da will ich mal die Anschneider nehmen und dann geht das alles nicht. Ah, Scheiße. Ja, schon gut. Dann gehen wir da irgendwann mal um.
Gut, liebe Fahrgäste, mit einer leichten Verzögerung aufgrund einer scheißdreck zu engen Straße, sag ich jetzt einmal, fahren wir dann Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Noch los. Ja, ich kenne auch Taxifahrer, die besser fahren als ich. Das ist ja nicht so schwer, würde ich sagen. Weil, gell? Aber es ist wurscht. Ihr habt es euch ausgesucht, ihr seid mit mir. Das ist kein Elchtest. Eingestiegen in das Gerät. Und jetzt müsst ihr büßen dafür. Es ist halt schon ein bisschen schwierig gerade. Ich tue mir da jetzt echt nicht sehr was Kiewerer. Wenigstens wieder die österreichischen Kiewerer da. Ja, irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin gerade gefahren, wie gesagt, weil ich aber aufsteigen müssen auf Level 4. Bin eine relativ lange Route gefahren. Das heißt, ich bin schon ein bisschen geschädigt jetzt. Also mehr als sonst. Das Gaspedal, ja? Oder warum rast der so? Und deswegen, ja, schaue ich jetzt halt, dass ich da schnell weiterkomme. Weil ich es eigentlich hinter mir bringen will, ne? Ah, ja, das Spiel, muss ich sagen. Gebiete, so was jetzt? Kreuz einmal die Pappen, ich kann nichts dazu bringen euch. Ist jetzt vorher auch noch falsch, oder? Alle Straßen führen nach Rom, aber diese. Ah, die haben halt nur den Suppenschlitz offen, hä? Nur deppert am Reden. So, jetzt hängen wir fest. Aussteigen und schieben, bitte. Super, wenn wir zurücksetzen. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ich wollte sagen, das Spiel alleine zu spielen, also ohne es zu kommentieren, ist nicht einmal so lustig, wie man glaubt, sondern es ist einfach ein bisschen fad, sozusagen. Also, du fährst dann auf der Straße und denkst, puh, kann das Auto bitte schneller fahren, also der Bus, ja. Dann fährst mit deinen 101 km/h, weil mehr geht nicht, weil dann ist er limitiert oder so, man weiß es nicht. Ist das so schwer, gerade zu fahren? Und kriegst leichte Aggressionen dann beim Fahren. Ja, ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie komisch gefahren. Da hat's gewaltig was. Ich glaube, wir müssen da um. Ich sage es. Scheiße. Mein Nagel ist angerissen. Ja, wir müssen halt gerade um, was soll ich machen? Laut Navi müssen wir da um. Was das ist halt so. Ah, beim, Alter, wenn wir instant weg erzischen. Nein, schlecht. Da können wir. Ah, mein Gott, ich kann nicht bremsen. Ich bin vorher auf der Bremsen. Oh mein Gott! Wir kriegen wie viel km zusammen? 170! 180! Was zur Hölle? Es ist klar! Es ist klar! Der Bus noch oben? Das glaube ich auch, dass der Bus umgibt. Was ist das für ein Bug, Alter? Leider sind wir in die falsche Richtung unterwegs. Das ist das Problem. Ah, jetzt beruhigt er sich wieder, der Autobus. Ja, ich weiß eh, dass das nicht die Formel 1 ist. Ich will das eh alles nicht. Ah, ich bin eh voll auf der Bremsen. Bist du behindert, Alter? Was für ein Erlebnis! Ah, immer leiwand mit mir mitzufahren, die sagen, puh, das ist mir heiß geworden. War gewaltig. Hui. Morgen habe ich eine Erkältung. Ja, morgen habe ich alles Mögliche. So, vor allem Angstzustände, aber die habe ich jetzt schon. Erkältung, also sie möchte auf gut Deutsch uns dezent darauf hinweisen, dass die Klimaanlage zu kalt ist. Deswegen stelle ich das halt um. Nicht, dass sagt, kann man das ein bisschen wärmer drehen. Nein, gleich deppert reden. Morgen habe ich eine Erkältung. Der Klassiker halt, ne? Das ist wieder typisch. Typisch, meine Vorgäste. Ja, aber ja, da muss ich halt durch, ne? So, ich bin gespannt, wie ich jetzt jemals die richtige Strecke finde, weil das Navi irritiert mich gerade extremst. Also, was da alles eingezeichnet ist, raff ich nicht ganz. Turbulenzen im Flieger sind nichts dagegen. Naja, da bist du mit keiner Propellermaschine geflogen, glaube ich. Aber bitte, falsch, ne? Da fahren wir nicht lang, wenn er falsch steht. Dann kann es nicht richtig sein, ist klar, ne? So, 270 Kilometer haben wir vor uns. Was machen wir während der Fahrt? Tun wir was spielen? Das ist dieses Farbenspiel, das kennt sicher jeder von euch. Ich sehe, was du nicht siehst, und das ist grün. Jetzt müsst ihr raten, was grün ist. Leider hier eigentlich nicht, das ist halt ein bisschen ein Problem, ne? Ich habe die Bäume gemeint, also eigentlich die Blätter der Bäume. Ist wenig überraschend jetzt, ne? Es ist einfach gewesen, ich gebe es zu, ja. Habt's recht. Gibt's uns so viel Spiel im Auto? Ich weiß nicht, ich habe immer versucht zu schlafen als Kind. Wenn wir wo hingefahren sind. Ist mir selten gelungen. Jetzt bin ich mit, jetzt gerade bin ich mit, jetzt könnte ich schlafen, aber wenn ich jetzt einschlafe am Steuer, ist das vielleicht nicht ganz so leiwand für die Fahrgäste. Boah, das muss schlimm sein, hä? Dann fährst du mit dem Bus,
Auf einmal schläft er der Busfahrer rein, beziehungsweise wieder bewusstlos. Macht man es, dass er bewusstlos wird, weil das Einschlafen ist einmal relativ unrealistisch, würde ich sagen. Aber zack, Chikung ist er weg, ja, denkst du, was machst du? Ne? Hupst du auf wahrscheinlich, zahlst du ihm raus. Und dann hupst du auf die Bremsen, ne, würde ich vorschlagen. Also das sind so quasi die Dinge, die wahrscheinlich ich machen würde. In der Gachen. Nur zahlen wir Menschen aus, das ist auch nicht, glaube ich, ganz so einfach. Da, sagen wir mal durchschnittlich 90 Kilo, was er wiegt. Du musst auch mal rauszahlen, ne? Fast aus seinem Sitz. Dann gibt es wahrscheinlich, also bei den Beams aus, also bei den Straßenbahnen hast du das hin und wieder, die sind ja quasi zu. Da kannst du nicht einmal hin. Also gut, die fahren wenigstens auf Schienen, aber wurscht. Stell dir vor, dem passiert was. Alles verschüttet. Danke. Was hast du jetzt verschüttet? Ich bin eh ganz vorsichtig gefahren, ich erzähl ja gerade was. Ich bin extra vorsichtig gefahren, damit mir jetzt keiner unterbricht in meiner Story. Wurscht. Auf jeden Fall, wie kommst du rein? Das ist sicher zu, oder? Ich hab's nie probiert, ob ich da rein kann bei ihm. In die Kabine, aber gut, jetzt stell dir vor, zack, den erwischt's. Der ist bewusstlos, weil er ihm schlecht geworden ist, ist ja wurscht, wie auch immer. Entschuldigung, da kommt die nächste Kurve und dann sind wir schon entgleist wahrscheinlich, ne? Aber ich nehme an, dass es bei den Beams auch so was Ähnliches gibt wie bei den Zügen, dass du hin und wieder was drucken musst. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht gibt es da nichts, aber ich weiß, bei den Zügen gibt es das, da musst du hin und wieder mit dem Fuß irgendwie deppert einmal anspülen oder so, oder eine Taste drücken, ich weiß es nicht genau, ja. So quasi, ja, ich lebe eh noch, alles ist gut. Weiterfahren, alles gut, alles Palette, ja. Aber bei den Beams, ob es das gibt, keine Ahnung. Vielleicht kennt sich da wer aus und kann man das dazu, das war ja der Hit. Das würde mich wirklich interessieren. Weil ich meine, was machst du sonst? Im Notfall Scheibe einschlagen, ne? Bei der Kabine. Da kommst du auch nicht. Das ist einfach eine Niederlage dann. Also ich glaube, das Entgleisen ist da dann sicher, wenn es da nichts gibt, ja. Jetzt haben wir alle eine Horrorvorstellung wegen mir, es tut mir leid. Der wird schon nicht bewusstlos. Keine Sorge, ich bin jetzt schon lange nur mit der BIM gefahren, es ist nie einer bewusstlos geworden. Es hat so eine Hitze bei mir. Kann ich gleich einmal aufs Handy schauen, was wir da momentan für eine Hitze haben. Also nicht, dass das meine Raumtemperatur. Alter, halt das, da können wir. 24 Grad, eigentlich ist eh gar nicht so heiß. Es wird sogar ein Blitz angezeigt bei der Wolke, bei meinem Handy, bei der App. Also quasi, es sollte eigentlich gewittern, aber ein Schaß tut es. Ja. Es ist heiß, es scheint die Sonne, es gewittert gar nichts. Ja. Also was die App da mir sagt und was Wirklichkeit ist, ist halt not the same. Ne? Obwohl bei uns im Spiel, glaube ich, regnet es gerade. Und zwar in den Tunnel hinein. Weil das schaut aus wie Regentropfen auf der Scheibe, oder? Da ist schon mal. Sind wir eigentlich schon in der Schweiz, was das wäre? Könnte sein, aber Innsbruck ist er. Ja gut, dann müssen wir durch Vorarlberg. Schauen wir gleich einmal, ne? Schauen wir gleich einmal. Nein, momentan sind wir fast in Vorarlberg, oder? Telison. Eigentlich müsste der Tunnel noch kommen, ne? Wenn es halbwegs realistisch ist, das Ganze. Und da kommt er schon. Da ist er schon, der Tunnel. Sei gegrüßt, Tunnel. Na bitte, super realistisch das Spiel. Geil. Jetzt fahren wir durch den Arlberg durch, ne? Wenn man nicht alles täuscht. Ich meine, in der Gegend war ich noch nie, muss ich sagen. Also, wenn ich so nachdenke, ich habe schon einige Städte besucht in Österreich, aber der Westen ist mir bis jetzt verwehrt geblieben, kann man sagen. Ich meine, ich könnte da ja mal hinfahren. Ne? Aber das muss ich mal machen. Einmal Tirol, war nicht einmal in Tirol, ja. Und einmal Vorarlberg, obwohl, was macht man in Vorarlberg? Wandern gehen wahrscheinlich oder so. Ne? Alles verschüttet, danke! Ja, bedanke dich bei dem Wappler hinter uns, der uns da gerade reingetunert ist. Das Arschloch, das Blöde. Da sitzt leider keiner, sonst könnte ich mich jetzt unterhalten mit dem. Aber komischerweise sitzen bei mir die Leute selten in der ersten Reihe. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, das hat sich schon rumgesprochen, dass ich nicht ganz so vorsichtig war. Haben wir sowas. Boah, bist deppert, was ist das? Der Hardcore-Kreisverkehr. Schaukelei hier. Alter, Schaukelei. Wenn ich nicht so schnell reagiert hätte und auf die Bremsen gehabt war, dann waren wir jetzt alle tot. Du Schaukelei, du. Ich schaukel die gleich irgendwo. Das klingt jetzt komisch. Jetzt lassen wir mal mit dem Schaukel. Und da ist die Verarbeitung abgeschlossen von Frostbank. Können Sie auch geradeaus fahren? Nein, kann ich nicht.
Geht nicht. Schau, geht nicht. Kann nicht gerade ausfahren. Da, zack, geht nicht. Ding der Möglichkeit. Wir haben nämlich so eine kleine Letten, ja? Die berühmte rechts-links-Letten des Armes. Ja, die kennen sie. Aber da puddeln sie komischerweise keiner. Bist deppert, meine Kollegen, ja? Da stehen uns und machen Pause, alle. Die Gefraster. Hauptsache ich muss fahren. Ja, was wollte ich sagen? Irgendwas wegen Frostbank. Verarbeitung abgeschlossen, genau. Und jetzt muss das Ganze mal hochrendern, weil auf YouTube das dauert dann immer ein Weilchen, bis das dann auf 2K ist, weil ich mache meine Videos auf 2K, weil 1K reicht mir ja nicht, weil das denke ich mir, ist zwar schön, aber nicht so schön wie 2K. Und ja, das dauert dann halt immer ein Weilchen. Und deswegen muss ich dann mit der Freigabe bzw. ja, wie nennt man es? Ich mache ja das meistens so planmäßig. Also planmäßig 18 Uhr ziehst du das Video aus. Muss ich halt immer ein bisschen warten. Also ich mache da nie so quasi, jetzt habe ich es hochgeladen, jetzt drücke ich auf Play, jetzt darf es ja jeder sehen. Sondern das dauert dann immer ein paar Stunden. Bis das gescheit ausschaut. Wisst ihr, ich mag, dass das gescheit ausschaut. Ist ja nicht leimend, wenn es so ausschaut. Wenn es 360p da wäre, hat keiner eine Freude von euch. Glaube ich, außer am Handy vielleicht. Da ist eh wurscht, ne? Mehr oder weniger. So, bei einem muss ich sagen, ganz schön gelungen die Schweiz da. Also, ich muss sagen, Österreich war nicht so detailliert, oder? War da auch so heißer? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Wir sind relativ schnell durch Österreich durchgehuscht. Ja, gut, Österreich ist auch nicht so groß. Da könnte man entgegen die Schweiz auch nicht, das stimmt, ja. Aber gut, jetzt ist gerade nicht so viel los, aber gerade das Haus auf der rechten Seite und so Strukturen, die zu erkennen waren, Felder, Parkplätze etc., muss ich sagen, ist nicht schlecht. Man fühlt sich da wohl, ja, muss ich gestehen. Taugt man dabei in der Schweiz. Ja. So, kleines Kurvel. Jetzt haben wir es bald. Jetzt sind wir wirklich bald in Zürich angelangt. In der Schweiz sind wir eh schon lang. Was ist das? Da gibt es eine Abfahrt. Warten die sich gegangen? Ich weiß es nicht. Leider Gott, das habe ich nicht auf die Schüttung geschaut. Irgendwie ist das halt ganz leicht ruckelig zum Teil. Aber nur manchmal. Wahrscheinlich ist eh egal. Ich werde das eh ausschneiden. Und das, was ich jetzt gerade sage, ist dann auch nur für mich selber. Ja, Kühe, hallo Kühe, grüß euch. So. Ja, haben wir Kühe auch gesehen. Na bitte, ups. Bitte, das ist leiwand, oder? Also alles geschenkt, würde ich sagen. Der Tag ist gerettet, der Tag ist perfekt, oder der Abend, oder wann auch immer ihr euch das anseht. Eigentlich habt ihr alles abgehakt für heute und ihr könnt schon wieder schlafen gehen. Ah, da kommt jetzt der Orgetumnul, oder was? Das ist mit Ärm, Alter. Oh, alles klar. Ui! Wow! Was war das? Das ist ein geiles Manöver, war das, aber ein ganz ein geiles Manöver. Voll auf die Bremse gestiegen und gerade noch reingeschweißt hinter dem. Na gut, das war auch ein bisschen überraschend jetzt. Ich habe nicht gesehen, dass das jetzt zu einer Spur wird. Das ist ja nicht die Formel 1. Ja, ich gehe eh schon runter vom Gas. Obwohl, wir könnten da schauen, dass wir vorbeikommen, oder? Das ist viel cooler und viel spannender. Wow, das geht so nicht. Jetzt aber, hä? Ah, das, da kommen so viele Autos uns entgegen. Das ist ja furchtbar. Na gut, lassen wir es halt, ne? Ich hätte euch das gern gezeigt, aber wenn da ständig ein Auto kommt, dann geht das nicht. Und die Mega PS haben wir auch nicht so jetzt. Das bitte unterlassen in Wirklichkeit, ja, das macht man nicht. Langsamer? Nein, Alter, wenn ich jetzt langsamer fahre, dann crashen wir vielleicht. So, zack. Oh, bist deppert, Alter. Jetzt bock ich aber aus, die Skills. War das gerade ein Schweizer Kieberer da links? Schauen die Kieberer bei euch so aus? Also, die Autos? Ist eigentlich komisch, wie wenig man weiß über die Schweiz. Also ich persönlich jetzt, muss ich sagen. Gut, den Deutschen geht es bei uns Österreichern so. Wow, und so. Scheiße. Und uns Österreichern geht es scheinbar bei der Schweiz so. Und wahrscheinlich auch umgekehrt. Wahrscheinlich weiß die Schweiz auch nicht wirklich viel über uns. So, was ist der jetzt da vorne? Können wir weiterfahren irgendwann einmal wieder? Kann doch nicht sein, dass der jetzt eine Ampel ist, oder? Hallo? Das ist wirklich eine Ampel, das darf man nicht wahr sein. Gut. Müssen wir halt warten. Hilft nichts. Ja, endlich. Endlich geht's weiter. Setz mal einen Blinker. Wenn die das alle machen, dann machen wir das auch. Jetzt fahrt's weiter, ist Wappler! Jetzt, das kann's ja nicht sein. Wirklich jetzt. Das geht mir gerade voll im Zager.
ist nicht einmal gestört, das ist wahre Aggression. Erst! Das gibt's ja nicht, dass jetzt wieder rot ist. Was ist da los in der Schweiz, Alter? Oh, ist jetzt grün. Oh, ich kann nicht laufen, ich kann nicht laufen. Schneller geht's nicht. Ah, scheiße Tür. Komm, geh zu! Ah, gib ihm, komm. Weiter geht's. Müssen wir ewig warten, ne? Das sind die Schweizer Kieberer. So schauen die aus, scheinbar. So, ja, das Spaß wir uns durch. Ich bin zu jung zum Sterben. So. Wow, warum wird das Auto schon wieder so wahnsinnig schnell? Kann man das wieder erzählen? Das ist der, ein ganz spannender Park, ist das. Aha, es geht einfach nur weiter in der Form, alles klar. Jetzt sind wir in Zürich. So schaut Zürich aus, so kennt man es, so liebt man es. Glaube ich. Weiß ich nicht. Was bumpert, aber ich glaube, das ist im Spiel. Jetzt haben wir schon gedacht, dass der Tunnel bei mir, aber. It's in the game. Finden Sie nicht, dass Sie ganz schön heizen? Na, finde ich nicht eigentlich. War mehr gegangen, also ehrlicherweise. Es geht. Ne? So. Da schöne Bauten. Da schöne Busse. Einmal noch ein Blinker. Sind wir pünktlich eigentlich? Ja, sind wir. Gerade noch. Es war gleich am Limit. Nein, da kippt uns halt niemand mehr um. Wie soll uns der jetzt noch umkippen, großartig? Was setzen für ein Plätzchen? Wir sind schon da. Ja, wir sind schon da. Errungenschaft freigeschalten. Muss sie alle sehen? Oder was ist da gestanden? Ich weiß es nicht. Motorrad ist ja der Motor. So, Zürich haben wir freigeschalten. Die Türen gehen auf. Ich bin schon gespannt, wo die Leute dann spawnen werden. Ich würde urfeiern, wenn die in dem Container da drinnen spawnen sind. So, einmal Gepäck zum Mitnehmen. Aber ich glaube, die werden auf der anderen Seite. Jetzt habe ich wirklich da geschaut. Da sind es die Leute. Da sind es die Leute. Da sind es. Super. He? Alle schauen es wieder in eine Richtung. Dann machen wir halt mit. Stellen wir uns hinter die ganzen Leute. Und dann machen wir an auf Ausloggen. Und schauen uns so an, was wir alles so erreicht haben heute. Tolles. Wir haben Fahrgäste transportiert. 12 deren. Wir haben ein Ticket verkauft, diesmal haben wir kein ungültiges Ticket eingecheckt. Gut gemacht, Vincent, bravo, ganz großes Kino. 321 Kilometer sind wir gefahren, hier unten zu sehen. Das war vom Feinsten, sage ich nur, also überpünktlich und godlike. Ja? Gut, Sachschäden. Für die lange Fahrt war es okay, würde ich sagen. Oder? Also, 16, 11, ist okay. Fahrverhalten, da reden wir nicht drüber, aber wir sind immerhin 80% auf der Straße gefahren. Und das ist spitzenmäßig, würde ich sagen. Ja, gut, also wie gesagt, heute haben wir es endlich mal geschafft in der Schweiz. Wir waren oder sind in Zürich. Das nächste Mal fahren wir nach Basel. Da wird es direkt wieder frei. Und das übernächste Mal fahren wir von Basel nach Freiburg, weil in Freiburg wiederum wohnt der Regi. Auch sein Kanal ist verlinkt. Er macht aber relativ selten Videos, muss ich sagen. Also, böser Regi. Ja. Gut, also für heute war es das jetzt einmal. Mich hat es wieder gefreut. Ich hoffe, euch hat es auch einen Spaß gemacht. Bis demnächst wieder beim Bus-Simulator. Jawohl. Tschüss.